Eine Metapher ist ein Bildwort, die unsichtbare Hand. Und zwar, noch nichts mitschreiben, ich formuliere den Grundgedanken. Schauen Sie, was Adam Smith gesagt hat in seiner Sichtweise des Menschen. Schauen Sie auf das Zitat. Er hat im Wesentlichen gesagt, wir sind alle Egoisten. Wir schauen also erstmal auf unseren eigenen Nutzen. Und das ist keine Wertung, schon gar keine Abwertung, es ist nur eine Feststellung zunächst mal. Der Mensch schaut zunächst mal auf seinen eigenen Nutzen und das ist auch völlig in Ordnung. Das heißt, wir erwarten uns die Versorgung der Volkswirtschaft nicht vom Altruismus, Altruismus bedeutet sich um andere kümmern, sondern vom Egoismus der Menschen. Zwei Egoisten stehen sich gegenüber. Der eine ist der potenzielle Käufer, der ist interessiert, und der andere ist der Verkäufer. Im Extrem will der Käufer am liebsten das Produkt geschenkt und der Verkäufer so viel Geld, wie er nur bekommen kann. Kommen die beiden zusammen? Ja, die kommen nicht zusammen. Und jetzt findet ein Abstimmungsprozess statt, dass jeder von seinem Egoismus runtergeht und man sich irgendwo trifft. Und es kommt zu einem Transfer, Güter gegen Geld. Gab es dafür einen staatlichen Eingriff? Nein. Gab es einen Regelungsmechanismus, anders als den des Egoismus dieser beiden Wirtschaftsobjekte? Nein. Und das ist das Bild der unsichtbaren Hand. Also wenn wir das notieren, so knackig in einem Satz, können wir sagen, der Egoismus der Einzelnen führt zum Gesamtnutzen. Der Egoismus der Einzelnen führt zum Gesamtnutzen. Ohne irgendwelche staatlichen Eingriffe und Regelungsmechanismen. Vom Grundgedanken her. Es gibt Ausnahmen. Ja, Adam Smith hat sie gesehen. Es gibt Ausnahmen. Aber grundsätzlich regelt diese unsichtbare Hand die Güterversorgung einer Volkswirtschaft viel besser als jede staatliche Planverwaltungswirtschaft. Das ist die entscheidende Grundidee. Und das ist exakt die Grundidee, die man ja im Sozialismus nicht hatte. Ja, es gibt so eine schöne Geschichte, eine wahre Geschichte von einem sowjetischen Funktionär, der in der Zeit des Kalten Krieges über Berlin flog, über West-Berlin. Und dann fragte, können Sie mir noch mal sagen, wer ist hier für die Brotversorgung der Bevölkerung zuständig? Und was ist die Antwort? Wer ist für die Brotversorgung zuständig von einer Millionenstadt? Antwort: Der Markt. Der Markt. Ja, der wollte hören, das ist Genosse sowieso. Ja, Genosse, was weiß ich, Koptoljew oder wie immer der es das heißt, der ist da zuständig. Der muss das planen und organisieren. Und die Antwort, die er bekommt, überrascht ihn, denn es ist nicht Genosse irgendwer, es ist der Markt. Es ist die unsichtbare Hand des Marktes. Es ist der Selbstregelungsmechanismus der Wirtschaftsobjekte. Und das klappt in vielen Fällen. Es gibt Fälle, wo das nicht funktioniert. Das muss. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.